Wir wollen uns noch einmal der durch ein Auto belasteten Brücke zuwenden. Es ist unsere Absicht, das Schnittprinzip auch an anderen Stellen als den Lagerstellen eines technischen Systems auszuprobieren. Bevor wir damit starten, wollen wir allerdings erst einmal das reale System in einen für mechanische Untersuchung auf das absolut Wesentliche reduzierten Lageplan überführen. Die Brücke erscheint somit als einfacher mechanischer Balken, der an seinen Enden fest bzw. losgelagert ist. Anstatt nun, wie üblich, die Lager aufzuschneiden, bemühen wir unsere Freischneidevorrichtung und schneiden irgendwo zwischen dem Lager A und der Einleitungsstelle der Gewichtskraft G des Automobils den Balken auf. Wir wollen vorsichtshalber noch einmal betonen, dass es sich hierbei selbstverständlich um einen rein gedanklichen Schneidevorgang handelt. Aufgrund unserer Vorüberlegung wissen wir bereits, dass etwas Ähnliches wie ein Kraftfluss durch den belasteten Balken vorstellbar ist. Dementsprechend dürfen wir grundsätzlich erwarten, dass an den Schnittufern entsprechende Schnittkräfte bzw. Momente sichtbar werden müssen. Diese repräsentieren offensichtlich den an dieser Stelle im Balken vorherrschenden Belastungszustand. Um eine detaillierte Analyse bezüglich Betrag, Richtung und Orientierung der Schnittkraft S bzw. des Schnittmomentes M werden wir uns später eingehend bemühen. Wir haben uns die Stelle X1 willkürlich gewählt. Selbstverständlich spricht nichts dagegen, den Freischneidevorgang an einer beliebig anderen Stelle durchzuführen. Wir wählen dieses Mal eine Stelle X2, die irgendwo zwischen der Kraft W und der Lagerstelle B liegt. Wiederum werden an den Schnittufern entsprechende Schnittkräfte bzw. Momente sichtbar. Wir bemerken dazu, dass die hier vorzufindende Schnittkraft S2 sowie das Schnittmoment M2 sich im Allgemeinen sehr wohl von der vorab an der Stelle X1 vorgefundenen Schnittkraft S1 und dem Moment M1 unterscheiden werden.